Fahr einfach hinten am Ende und nimm die Punkte mit. Ja, ich hab's dir aber vorausgesagt, Digi. Ich hab's dir vorausgesagt, wenn du da keinen Wecker kriegst, Alter. Deswegen, wenn's so ist, dann fahr einfach Quali DGSQ, dass du als letztes startest, und dann fahr einfach ganz hinten. Mach dir keinen Stress, nimm den Punkt mit. Okay, der sagt Quali Regen zum Schluss. Ja, aber lass uns beeilen. 18:4. Ja. Oder habe ich jetzt auch das Richtige geladen? Warte. 18:4, 70, 35, 70. Alles nach links. 40, 5, 2, schreib auf. Ey, du musst aufschreiben. Wir haben nur 2 Minuten, ey, jetzt, weil der Regen kommt. 40, 5, 20. 16, 24, 56. 16, 24, 56. 154. 24, 5, 24, 8, 21, 3, 22, 0. Sechzehn, 24, 56. Okay, Aufnahme nicht vergessen, rausfahren oder hopp. Du auch, weil wo Oh, Regen kommt. was? Oh, Alter, will er mich verarschen? Ich fahre aus der Box raus und die Pedale reagieren nicht. Bist an die Wand gefahren aus? Nee. Oh. Alter. Alter, das Spiel ist für den Arsch. Jetzt. Will der mich verarschen? Ich fahr eine Kurve. Ey, ich fahr eine Kurve und die Pedale funktionieren schon wieder scheiße. Was kannst du jetzt machen? Oder Box fahren, Alter. neu einstellen. Wer von euch kommt da auf der langen Geraden gleich an? Ich bin hinter dir. So. Jo, so musst du auch nicht rausfahren. Nee. Mann. Jetzt reagieren sie. Jetzt habe ich ein Kühl kaputt. Fickt euch doch. Aber Hauptsache irgendein Scheiß-Update machen, um irgendeinen Fan-Abschnitt ins Menü zu knallen. Den keine Sau interessiert. Quatsch.
Hatte Chris eine Wattesperre? Come on, Allah. Also mir wurde so erklärt, weil ich hab's auch hinterfragt und fand es auch nicht so ganz korrekt. Er ist rein hypothetisch Liga 1 Fahrer, aber er kann halt dienstags nie, er kann nur montags. Ja, das war halt auch meine Argumentation und mit Micha haben wir uns auch, habe ich mich auch darüber unterhalten. Und wir beide finden das nicht so cool, weil jetzt stell dir vor, er wird Erster, er wird Dritter, weil Stefan halt dazwischen ist, weißt du? Ja klar, jetzt fängt es an zu regnen. Come on, Alter, das ist ja voll, Alter, ich hab noch keine Zeit mehr. Paul, Alter, let's go, Alter, Paul, Alter, let's go! Sorry, dass ich behindert habe. Nee, ich bin raus. Will der mich verarschen, Alter? Ey, ich kann das vergessen, Alter. Auf der Geraden eben. Auf immer fängt er an zu stottern. Ey, es ist ein fucking Witz, was die mit dem Spiel machen. Hauptsache irgendein scheiß Fan-Ding einbauen, aber sich nicht um die grundlegenden Probleme kümmern. Flasche da, ich muss kurz was anderes checken. Ne, meine Bremse greift dadurch auch gar nicht. Ah. So, ich bin wieder da. Oh, Alter, die Bremse greift gar nicht, Alter. Ich bin gleich wieder da, ich drehe mir jetzt erstmal ein. Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ich hoffe denn nur, dass das so hinhaut. Ich hasse das. Können die nicht einfach mal sich um das Spiel kümmern? Nein.
Wie ist denn das Wetter im Rennen eigentlich? Das Wetter wählen. Nach 10 Minuten sagt ihr mir direkt Regen an, Alter, im Rennen, Alter. Fickt euch doch, Alter. Ey, Räuber, du hast einen Auftrag, gell? Was weißt du? Was für Zeitenunterschiede man im Trockenen noch, ey. Ist hier überhaupt noch jemand? Hallo? Ja. Ah, okay. Come on, Alter, Paul, Alter, let's go, Alter. Sechsundfünfzig Start. Boah, Alter, was zum... Oh, Alter, was zum Geier hat denn der jetzt hier schon wieder für einen Fehler? Oh, Alter, was spackt der denn hier gerade? Ja. Ja. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Willst du mich verarschen, Alter? Warte mal, ich trenne den mal vom Strom gänzlich. Okay.
Wolf, hast du deine Taktik schon ausgewählt? Hallo, hallo, ist hier jemand? Hörst du mich? Ja. Hey, hast du deine Ich Taktik schon ausgewählt? war eben dabei, mein Lenkrad wieder neu zu starten. Aber ich glaube, Volvo Okay. hört uns nicht. Volvo, hörst du mich? Volvo, hallo. Ich muss wissen, auf welchen Rädern der startet, der Anne, Alter. Okay, erstmal Sprit runterdrehen. Okay, wir fahren nur 22 Runden. Starten alle auf Gelb, Alter. Ritalin auf Hart, Antikasse auf Hart. So. Oh, Alter, ich hoffe, das verreckt jetzt wieder nicht. Alter, wir werden in Startaufstellung gestellt. Auf einmal sehe ich, wie meine Kamera die ganze Zeit hoch und da hoch und da hoch und da. Ich gucke nach. Der P Gaspedal die ganze Zeit zwischen 0 und 50% hin und her gesprungen. Denn ich starte das Lenkrad neu. Ja, Gaspedal wird gar nicht angenommen. Bremse auch nicht. Alter. Die sollen das Spiel endlich mal fixen. Okay. Denkt an eure Aufnahmen. Meine Übertragung läuft. Also, nun Stefan auf den Soften. Jetzt, Ja. ja. Hörst du uns? Ich glaube, er hört uns nicht. Er hört uns nicht. Da hätte er immer aus der Party rausgehen müssen, wahrscheinlich. Wow. Also, soft, soft, medium, soft, soft, soft. Naja, ist eine Mischung. Ich hab's mir die ganze Zeit in der Rennleitung angeguckt. Und der Winter hat auch kurz vorhin, der ist umgestellt, Mann. Deswegen bin ich auch froh. Ich hab die ganze Zeit gelb. Aber ich glaube, es ist die bessere Wahl, damit gelb durchzufahren, wenn kein Safety Car kommt. Ich hatte nämlich erst überlegt, hart zu nehmen, aber ich glaube, da verliere ich zu viel Zeit am Anfang gegen die anderen. Andi hat hart genommen, Chris hat die Soften drauf, Ritalin hat hier harten drauf. Stefan müsste halt einfach in der ersten Runde einen Fehler machen, dass ich ihn einfach direkt raus habe aus dem DRS-Fenster und einfach wegfahren kann. Einfach in der ersten Runde weggeklatscht. Ja, dass die irgendwie einen Fehler machen, dass Winter irgendwie reindampft, also versucht ihn zu überholen, die Zeit verlieren. Weißt du, wie ich meine? Irgendwo in der Wand landet. Vielleicht erst Runde Safety Car auslöst. Uncool. Gutes Rennen euch.
Ah, da sind schon Flügelteile geflogen. Slenderman ist an der Box. Die haben einfach noch weniger Flügel als ich, die zwei Jungs, Alter. Wie geht es denn, Alter? Na, hast du nicht gesagt, du fährst 40 irgendwas? Ja, hinten 4, oder? Und was hattest du vorne? Boah, das weiß ich nicht mehr. Weil ich habe von Decke das Setup und das ist bei 9 zu 3. Jetzt weiß ich was. Oh mein Gott, Alter, was für ein Fehler ich mache, Alter. Ich hab so Probleme.
Oh, hoho. Okay, Stefan hat sich den Sektor 2 zu 3 immer gedreht. Ich tippe mal auf Flügelschaden. Wenn wir gleich sehen, ob er in die Box geht oder nicht. Naja, fährt weiter. Aber Stefan hat eine Zeitstrafe. Ich hasse diese Kurve. Also ich habe mal so viel Zeit. Wow, deine Mal gesammelt ist abgezogen. Thank you.
Du hast dir auch schon eine Zeitstrafe eingeholt. Ja. Gelbhorn? Aber nicht abbremsen, fahr doch! Ey, ich bin gleich vor 6 Sekunden, Alter. Hier vorbei. Ja. Danke. Aber das ist so lächerlich, oder? Ey! Micha ist an der Box. Der war doch auf Gelb, oder? Ja, 8 Runden war er auf den unterwegs. Also jetzt auch die harten geholt. Danke, Volvo. So, Stefan ist an der Box. Habe ich nicht gesehen.
Boah, war nur Eva. Nein. Zweite Verwarnung. Thank you.
Micha, Becke und Chris sind die einzigen, die keine Zeitschlafe haben. Stefan nochmal in der Box. Volvo geht gerade dran vorbei.
Jetzt hat sich das auf zwei Tage angefangen, das ist gut. GG.